Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute gibt es das große Video zum Schmied, was sich alles geändert hat, was es mit der Vollendung auf sich hat, was es mit der Härtung auf sich hat, was es mit den Itemization-Kram auf sich hat, mit den neuen Affixen, Aspekten und Rezepten. Das wird nochmal ein richtig großes Video. Deswegen nehmt euch was zu trinken in die Hand. Das wird jetzt sehr viel Laberei vom Lou sein. Und ich hoffe, am Ende des Videos seid ihr komplett im Bilde, was es mit dem neuen Schmied auf sich hat. Fangen wir erstmal mit dem Grundsätzlichen an und das sind den Items an sich. Es gibt ja, wie gehabt, gelbe Items, legendäre Items, Unique Items und diese Items haben verschiedene Affixe. Ich beziehe mich jetzt hier in dem Video nur auf vermachte Items, weil die Vollendung sowieso erst funktioniert, wenn ihr auf welche für 4 und Level 100 seid. Und dazu habe ich ein anderes Video gemacht, schaut euch mein Grubenvideo an. Aber deswegen beziehe ich mich hier nur natürlich auf das komplette Endgame. Early Game Vollendung ist irrelevant. Also im Endgame werdet ihr zu 99,9% keine gelben Items euch mehr angucken, weil gelbe Items nur 2 Affixe haben und nur legendäre Items haben 3 Affixe. Bedeutet, gelbe Items werdet ihr euch nie wieder angucken müssen, sobald ihr auf welche für 4 seid und könnt die grundsätzlich immer zerstören. Ups. Wenn ihr dann legendäre Items habt, die müsst ihr euch anschauen, allerdings nur noch die 3 Affixe, weil der Aspekt auch komplett irrelevant ist. Ihr habt nicht mehr die Möglichkeit, diesen Aspekt rauszuholen und wenn ihr das Item zerstört, was ich euch immer raten würde, anstatt es zu verkaufen, wird euer Aspekt im Kodex der Macht gelevelt. Bedeutet, Aspekte müsst ihr euch auch nie wieder anschauen, die sind komplett irrelevant. Versucht, ich habe dafür echt lange gebraucht, da nicht mehr drauf zu achten und ich achte immer noch drauf, schaut nicht mehr auf die Aspekte, ist komplett irrelevant, schaut nur noch auf die 3 Affixe oben. Außerdem, die Gegenstandsmacht ist auch relativ redundant, weil sobald eure Gegner Level 100 sind, geben diese Gegner auch nur noch Gegenstandsmacht 925. Bedeutet, sobald ihr Gegner Level 100 besiegt, fallen nur noch Items mit Gegenstandsmacht 925. Bedeutet, sobald ihr im Endgame seid, könnt ihr darauf auch müsst ihr darauf auch nicht mehr achten. Und dann seht ihr schon hier auf diesem Ring, gibt es eine neue Sache und das ist dieser Bonus. Ich nenne das Shiny und so werde ich es auch in Zukunft nennen. Hat natürlich einen eigenständigen anderen Namen. Aber ich finde, das gibt es ganz gut wieder. Wenn ich weiß, was ein Shiny ist in der Pokémon-Welt, gibt es normale Pokémons, die gibt es dann aber nochmal als seltene Version, als Shiny, die haben eine andere Version und glänzen so schön. Und hier mit dem Funkeln finde ich das eigentlich auch ganz cool, das so zu nennen. Diese Shinies, diese Items, wenn die fallen gelassen werden, hört ihr schon, haben einen anderen Klang. Und ihr seht neben dem Itemnamen eine 1, 2, 3 oder sogar 4 bei Unix und Uber-Unix. Und das sagt aus, wie viele Affixe auf diesem Item einen erhöhten Wert haben. Und ihr seht hier bei dem Ring, bei dem Widerstand gegen Gift, das Shiny-Symbol. Und das bedeutet, dieser Effekt wurde um 150% geboostet, das heißt mal 1,5 genommen. Es ist möglich, Items zu finden, die die alle 3 Werte geboostet haben. Und bei Unix ist es auch möglich, alle 4 Werte zu boosten. Ist natürlich extrem selten. Hier zum Beispiel auf dem Stab habe ich ein Boosting auf dem maximalen Leben. Hier auf dem Ring habe ich ein Boosting ebenfalls auf maximalem Leben. Und hier habe ich Amulett. Auch ein Boosting auf Ressourcenkostenreduktion ist übrigens sehr cool. 10% geboostet. Wenn man da noch Vollendung drauf macht, das können wir vielleicht gleich mal als Beispiel benutzen. Und hier nochmal ein Amulett mit 29% mehr Rüstung. Vielleicht nehme ich das als Beispiel. Das ist auch krass. Dann nochmal als kleine Ergänzung. Ich weiß nämlich nicht, wo ich sonst reinpacken soll. Ihr könnt jetzt Trading mit euren Kollegen mit allen Items machen und auch wenn ihr sie verzaubert habt. Erst wenn ihr die Vollendung drauf habt, das bedeutet, wenn ein Item mindestens auf Level 1 ist, könnt ihr es nicht mehr traden. Das gilt übrigens auch für Unix. Das einzige, was ihr nicht traden könnt, sind Uber-Unix und vollendete Items, bedeutet Items, die ihr schon gelevelt habt. Soweit so gut. Wenn ihr also eure ganzen Items hier durchgeschaut habt und die Affixe kontrolliert habt, übrigens Affixe wurden auch ein wenig geändert. Es sind Affixe rausgefallen, neue Affixe dazugekommen. Wenn ihr von den Items wissen wollt, welche Affixe da drauf sein können und welche nicht, dann würde ich euch raten, geht ihr einmal zum Okkultisten, legt ein Item da rein und drückt hier unten mögliche Affixe Y. Und dort könnt ihr dann genau sehen, welche Affixe jetzt mittlerweile auf den Items möglich sind. Und da seht ihr schon, auf einem Ring sind es weniger, als es früher war. Es sind natürlich alle Widerstände. Es ist wie früher auch
Crit Chance und Crit Schaden und Angriffsgeschwindigkeit, aber andere Sachen sind dafür dann auch weggefallen. Beim Schmied könnt ihr wie gehabt Sachen wiederverwerten und wie ich es gerade gesagt habe, könnt ihr dadurch die Aspekte bzw. die Kodexe in eurem Kodexbuch leveln. Und dafür seht ihr so ein graues Zeichen oder auch ein goldenes Zeichen. Das graue Zeichen bedeutet, ihr würdet euren Kodex leveln. Bedeutet, der Kodex, den ihr aktuell habt, ist schlechter als das, was ihr gerade hier zerstört. Und wenn ich das hier einmal mache, dann seht ihr oben links Aspekt aufgewertet. Und hier habe ich zum Beispiel ein Item, da passiert nichts. Das bedeutet, dort habe ich den Kodex schon auf einem höheren Level. Beim Reparieren ist es wie gehabt, da gibt es nichts Neues zu erzählen. Und dann der nächste Punkt ist die Härtung. Bevor ich auf die Härtung eingehe, möchte ich ein Wort zur Vollendung sagen, da komme ich aber gleich nochmal genau drauf. Vollendung funktioniert erst, wenn ihr ein Item zweimal gehärtet habt. Das bedeutet, ihr habt zwei Affixe zusätzlich drauf gemacht mit der Härtung. Erst dann könnt ihr vollenden. Das gilt nicht für Unique-Items, weil dort könnt ihr keine Härtung drauf machen. Die bleiben so, wie sie sind und die könnt ihr sofort vollenden. Aber gehen wir nochmal zurück zur Härtung. Wir nehmen hier unser Amulett, was ich ja eben gefunden habe, mit einem Boosting auf Ressourcenkostenreduktion. Da möchte ich auch noch eine Sache sagen, bevor ich hier auf die Härtung drauf zurückkomme. Wenn ihr diesen Wert bei der Verzauberung wegmachen würdet, das heißt hier Ressourcenkostenreduktion rollen würdet, würde dieses Boosting weggehen. Bedeutet, den Boosting könnt ihr nicht rollen bei der Verzauberung, sondern nur random in der Welt finden. Deswegen diesen Wert auf gar keinen Fall rollen, der ist dann weg. Das seht ihr auch hier bei den möglichen Affixen. Hier habt ihr keine Möglichkeit, einen 150% Boost zu bekommen. Deswegen den auf gar keinen Fall rollen. Aber was wir natürlich machen könnten, wäre hier Widerstand gegen Gift rollen und hier einen anderen nehmen, wie zum Beispiel Crit Chance mit 8,5%. Übrigens natürlich Tooltips aktivieren in den Einstellungen, damit ihr seht, was maximaler Wert ist und was nicht. Und damit gehen wir jetzt zur Härtung. Bei der Härtung müsst ihr Rezepte gesammelt haben. Diese Rezepte gibt es vorzugsweise bei den Endbossen. Könnt ihr auch in Nightmare Dungeons finden und auch in der Höllenflut, aber sehr selten. Meiner Meinung nach findet man am besten diese Rezepte bei den Endbossen. Insgesamt gibt es davon 262. Unterteilt natürlich auch mit den Klassen und manche Rezepte gelten auch für alle. Ich habe hier gerade nur 14 Stück. Da könnt ihr euch hier ja einmal durchschlängeln, was es so alles gibt. Und jetzt, um das einmal zu zeigen, werde ich die Härtung auf dem Amulett drauf machen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ich will dieses Rezept nutzen, dann habt ihr die Möglichkeit, eines dieser sechs Härtungen zu bekommen. Ich für meinen Teil würde jetzt wollen, Überwältigungsschaden des Typs Werbers. Da muss ich natürlich Glück haben. 1 zu 6. Machen wir hier Härten. Härtung geht immer nur 5-mal. Bedeutet, ein Rezept, ein bestimmtes Rezept könnt ihr nur 5-mal benutzen. Wenn ihr das 5-mal gemacht habt und nicht den Wert bekommen habt, den ihr wollt, könnt ihr dieses eine Rezept nicht mehr nutzen. Und ihr seht hier auch schon, das Recycling-Symbol bedeutet, hier kann ich recyceln, das heißt dieses Rezept nochmal nutzen. Oder, und damit recycle ich den Amboss an der Seite, oder ich mache hier eins von denen mit Plus und mache damit einen zusätzlichen Wert drauf. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und sage zum Beispiel, ich will haben gesamte Rüstung prozentual, dann gehe ich hier auf Worldly Endurance und sage hier unten Härten und kann dann dort 11,5, habe ich actually sehr viel Luck gehabt, gesamte Rüstung drauf haben. Ich werde jetzt hier nochmal versuchen, den Überwältigungsschaden drauf zu rollen. Falls das nicht klappt, werdet ihr dann sehen, dass ich das Ganze nicht nochmal machen kann. Schadenstyp Tollwut. Zack, nochmal. Das Ganze geht 5-mal. Danach könnt ihr diese Härtung nicht mehr machen. Auch eine Sache, die ich sagen möchte, das habe ich, glaube ich, bei jedem Video bisher gesagt. Das hier ist natürlich alles ein PTR. Das heißt, das ist ein Testserver. Das kann sich alles noch ändern dann in der finalen Version. Kann also sein, dass später einige Kleinigkeiten geändert wurden in der finalen Version. So, und jetzt seht ihr, ich kann. Dieses Item hat das maximale Härtungslimit erreicht. Bedeutet, dieses Item kann ich nicht mehr härten. Das ist. Ja, ist eine schwierige Angelegenheit. Ich kann mir vorstellen, dass das noch geändert wird, weil stellt euch vor, ihr habt das perfekte Item und wollt darauf natürlich zwei coole Sachen gehärtet haben. Zwei Sachen. Und ihr könnt nur insgesamt 5-mal härten, beziehungsweise 5-mal rerollen.
Aber ihr kriegt nicht das, was ihr wollt. Jetzt seht ihr hier, das Amulett hat gesamte Rüstung und dann Schaden des Typs Tollwut, womit ich gar nichts anfangen kann. Bedeutet, eigentlich kann ich dieses Item nicht benutzen für mein Bild. Könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal was geändert wird, weil fünfmal Rollen echt wenig ist. So, jetzt gehen wir zur Vollendung. Und bei der Vollendung braucht ihr Items aus der Grube. Dazu habe ich nochmal ein extra Grubenvideo gemacht. Wenn ihr das sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal das Grubenvideo ab. Und bei dieser Härtung, bei dieser Vollendung habt ihr eine Success Rate. Die ersten vier Level sind immer 100%, bedeutet, da könnt ihr nichts verlieren. Aber danach kann es gut möglich sein, dass ihr eine Vollendung durchführt und eure Items und auch das Gold weg ist. Ich werde das Item jetzt hier einmal vollenden. Jede Vollendung gibt einen 5% Boost auf allen Werten hier unten. Und jeder vierte, achte und zwölfte Level gibt auf einer dieser A-Fixe 20% Boost. Das Item ist hier auf Level 3. Wenn ich jetzt auf Level 4 gehe, dann wird einer dieser Werte um 20% geboostet. Oh, das machen wir einmal. Abgeschlossen. Success has been upgraded bei 25%. Sorry, ich habe 20% gesagt, es sind 25%. Und es ist geworden, gesamte Rüstung, da seht ihr, der Wert ist blau. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal machen. Success schon 70%. Hat geklappt. Jetzt 60%. Hat wieder geklappt. 50%. Hat nicht geklappt. 50% hat geklappt. Und jetzt seht ihr wieder ein 25% Boost auf einer dieser Werte. Und wenn wieder gesamte Rüstung kommt, dann wird aus dem Blauen ein gelber Wert. 40% Chance. Guck mal, ob ich Glück habe. Ja, ich habe Glück. 25%. Und das Ganze wieder auf gesamte Rüstung. Das heißt, wenn ich dort einen Max-Roll hätte, wäre das Ganze 27%. Jetzt fehlen mir leider trübe Kristalle, um das weiter zu zeigen. Aber so geht das halt bis Level 12. Und auf dem Level 12 habt ihr nochmal die Möglichkeit, eine dieser 5 A-Fixe auf das Maximum zu boosten. Was ich euch raten würde, wäre, wenn ihr ein Item habt, wo ihr noch verzaubern könnt, würde ich die Verzauberung auf jeden Fall erst am Ende machen, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel bei der Vollendung ein Affix geboostet habt, den ihr eigentlich gar nicht wollt, könnt ihr den auch noch verzaubern beim Okkultisten und somit diesen Wert übernehmen auf einen anderen Wert. Verzauberung also wirklich auch am Ende machen und nicht vorher. Ansonsten sollte das eigentlich alles abgedeckt haben zum Schmied. Da gibt es natürlich sehr viele Taktiken und das wird extrem geil. Ich habe alleine jetzt im PTA hier schon Stunden verbracht, um meine Items zu leveln. Und ich bin bei weitem noch nicht fertig. Ihr seht hier zum Beispiel auf dem Stab habe ich ein Boosting auf Willenskraft, ein Boosting auf kritischen Trefferschaden. Und das Ganze ist gerade auf Level 8. Wenn wir hier auf mein Unique gehen, seht ihr ein Boosting auf die Kernlevel, dort von Level 1 auf Level 2 gekommen und Ressourcenerzeugung auf 20%. Und hier auf dem Ring ist gerade Level 8 ein Boosting auf Überwältigungsschaden und ein Boosting auf maximales Leben. Eine Sache will ich euch noch mitgeben. Stellt euch vor, ein Uber-Unique, Harlekins, Krone mit den 150% Bonus und dem Masterwork oder ein Uber-Unique wie den Großvater mit 150% Boost auf Crit-Schaden plus dem Masterwork. Das kann unfassbar, unfassbar krass werden. Ja, das war ein langes Video. Ich hoffe, das war alles verständlich. Wenn noch Fragen sind, gerne auf Discord joinen oder unten in die Videobeschreibung. Ich versuche alles zu beantworten. Oder gerne unserem Clan beitreten. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt, über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.